So, herzlich willkommen zurück bei Hyperlight Drifter. Der nächsten Aufnahme. So, und ich gucke erstmal auf die Karte. Wo wollten wir denn hin? Müssen noch diese Kristalle hier aufsammeln. Hier unten ist noch einer. Ne, der ist grau, da waren wir schon. Die drei brauchen wir noch. Also müssen wir nach unten und nach oben. Gehen wir erstmal nach unten. Ich glaube, hier war aber auch. Ach ja, genau. Hier kamen wir nicht durch. Da würde ich sagen, wir gehen erstmal nach links weiter. Ich glaube, links waren wir noch gar nicht. So, und ich sollte auch wieder langsamer gehen, denn wir wissen ja nicht, was uns hier erwartet. Und schön von den Kristallen wegbleiben. Wir wollen ja nicht versteinert werden. Okay. So, erstmal. Kann ich den Kristall hier nicht kaputt schlagen? Weil irgendwie sieht es so aus, als könnte man da unten durchgehen. Okay, ich glaube, es geht da doch nicht weiter. Ah, da sind diese komischen Kristallfallen. Da möchte ich am liebsten einfach drüber dashen. So. Huch. Gehen wir erstmal nach unten. Zack. So, einer fehlt noch. Ah, die weichen meinen Schüssen auch aus. Zack. Und ein weiterer Skillpunkt. Schön. Hi. Ah, den Schaden hätte er nicht machen müssen. Ah, verdammt, jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob ich überhaupt Leben gebraucht habe. Egal. Schön vorsichtig. Den anderen ran. Komm. Und tschüss. Oh, scheiße. Boah, wie viele sind denn da? Okay, war's das? Oder kommt da noch was? Ja, erstmal minimiert sich das Spiel. Danke, Flash Player Update. Was ist das? Nur eine Statue. Okay. Geht's aber auch nicht mehr weiter, ne? Ah, da oben geht's lang. Falls ich da hochkomme. Den Schuss wieder aufladen. Okay. Großes leeres Gebiet. Und wir sind eingesperrt. So, ich kümmere mich erstmal um die. Ah, verdammt. Zack, einmal kurz heilen. So, zwei sind noch übrig. Einer noch. Komm, noch einen Angriff. Ich kann jetzt ja auch Schüsse zurückschlagen, das sollte ich mir auch merken. So. Da ist ein Health Pack wieder. So, und jetzt geht's hier unten noch weiter. Aber ich weiß nicht, hier ist ein Tor ohne Durchgang. Die
sieht's lebenstechnisch aus? Alles super. Kann ich da durch? Nein. Okay, dann gehen wir nach unten weiter. Da ist einer eingesperrt. Der aber irgendwie auch nichts macht. Okay, jetzt können wir nach unten oder darüber. Ist halt die Frage, geht das? Nein. Okay. Ich habe es verstanden, wir müssen da von der anderen Seite aus ran. Ah, dammit. Könnte ich mein Leben auffüllen? Das mache ich mal kurz. Auffüllen und mitnehmen. Und dann gehe ich über die mittleren Inseln. Da ist jemand, der reden möchte. Dann gehen wir mal reden, würde ich sagen. Da ist ganz viel nichts. Was hast du uns denn zu sagen? Er hat gegen eins von den großen Viechern vom Anfang gekämpft, okay. Und wurde von dem in den Kristall verwandelt. Als er aus dem Kristall rausgekommen ist, war das der große Golem oder was auch immer das ist, tot. Also war er wohl sehr lange in einem Kristall eingesperrt. Warum können wir uns aus dem Kristall befreien und er nicht? Seltsam. So, hier ist auf jeden Fall wieder so ein Dungeon. Nein. Fuck. Wie soll ich denn hier wegkommen? Ah, so, okay. Puh. Gehen wir nach unten, bevor ich hier noch mehr in Kristallen feststecke. Es sind echt eklig, diese Dinger. Und die komischen Monster, die da rauskommen, sind auch nicht viel besser. Und es wird wieder dunkel. Zumindest kurzzeitig. Ich weiß übrigens nicht, warum ich die immer wegmache, aber ich habe das Gefühl, dass unter irgendeinem bestimmt mal was Wertvolles sein wird. Unter dem nicht. Aber wo kommen diese Kristalle her? Die. Oh. Au. Stimmt ja, diese Behälter explodieren ja. Was bist du? Abgeschlossen, abgeschlossen, abgeschlossen. Ich weiß nicht, ob die ewig da bleiben. Also Fakt ist, wir müssen da irgendwie reinkommen. Okay, man kriegt diese Zellen also solchen Podesten auf. Das ist gut zu wissen. Und ein weiterer Skillpunkt. Jetzt haben wir schon zwei volle. Ein oder zwei volle? Einen vollen. Als nächstes holen wir uns, denke ich, die Unverwundbarkeit beim Dashen. Das halte ich für sehr wichtig. Ich habe keine Ahnung, ob hier irgendwo noch was drin ist, aber ich untersuche trotzdem einfach mal alle Zellen. Aber hier scheint nichts weiter zu sein. Okay. Sieht ja gar nicht so aus, als würde hier gleich wieder irgendeine Wand zugehen. Und
und unendlich viele Gegner spawnen. Sollte langsamer vorgehen. Hier ist wieder abgeschlossen. Ist auch abgeschlossen. Und hier ist der Öffner. Warum so viele leere Zellen? Warte, das nehme ich. Boah, das war knapp. Nicht, dass wir direkt wieder in den Kristall landen. Und ein weiterer Fahrstuhl. Aber hier oben ist noch was. Okay, das war nur eine Kiste. Alles gut. Und wieder nach oben. Wo landen wir jetzt? Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass hier... Jo, stirbt erstmal die Hälfte von denen. Okay, wo sind wir denn? Irgendwo oben. Okay. Okay, ich muss von denen wegdashen. Und tot. So, drei Lebenspunkte haben wir noch. Das sollte erstmal noch reichen. Diese kleinen Scheißteile. Da oben ist ein Skill Point. Das war schlecht ausgewichen. Ich glaube, ich heile mich dann auch eben. Nur um sicher zu gehen. Und schieße den. So, jetzt möchte ich den Golem am liebsten hier runter triggern. Ja, komm. Nicht den ganzen Tag Zeit. Komm. Put. Wow, ich kann dich auch erschießen. So ist das nicht, ne? Ah, verdammt. Die dürften mich eigentlich gar nicht mehr treffen. So, komm her. Nice. Das war der Golem. Okay, wie viele sind denn da? Wahnsinn. So, kommt her. Leben habe ich noch zwei. Okay, heilen. Double Kill. Schön. Haben wir alle. Hoffe ich. Ne, zwei sind noch da. So, der nächste Golem lässt auch schon grüßen. Okay, die Golems sind gar nicht so schwer. So. Okay, da war es schon der nächste. Zack. Den erschieße ich dann am liebsten. Wow. Well, that was close. Da war ich kurz, bis die Kristalle wieder da sind und raus. So, ich wollte aber eigentlich zu dem einen da oben, wo so ein Skillpunkt gelegen hat. Genau. 1, 2, 3, 4. Aua. Okay, gehe ich erstmal hier rüber. Ha, habe ich das zurückschlagen benutzt. Wo ist die Spinne hin? Ist sie gerade ernsthaft in den Abgrund gesprungen? Eins und... Oh, der hatte nur noch einen Schlag. Okay. Zack. Meins. Okay.
Hier kann ich auf jeden Fall hoch, oder? Kann ich da hoch? Nee. Oh, fuck. Das war ein Gebietsdurchgang. Dann gehen wir erstmal hier weiter. Ich habe da unten jetzt auf jeden Fall nicht gut genug erkundet. Da muss ich auf jeden Fall nochmal hin. Sieht jetzt lebenstechnisch aus. Ja, geht so einigermaßen. Oh! Da haben wir einen weiteren Kristall zum Hochziehen gefunden. Na dann, wenn er hier so einfach rumliegt. Zack. Und Nummer 2. Nice. Okay. Sonst gibt's hier aber nichts, oder? Diese komischen Waschbären oder was auch immer das sind, verwirren mich. Ich glaube, ich versuche zu überanalysieren. So, ich hoffe, dass da unten jetzt nicht alle Gegner respawned sind. Das wäre sehr unangenehm. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Nein, alles noch tot. Alles gut. So, jetzt kann ich auf jeden Fall aber noch halt einmal heilen. Das mitnehmen, das kaputt schlagen und den nächsten Skillpunkt einsammeln. So ist dann die Frage, ist hier jetzt noch irgendwas oder haben wir alles? Da oben ging es ja nicht weiter, oder? Nein. Aber ich muss sagen, die Ausbeute ist so oder so ziemlich gut. Unten sind nur noch mehr von den Kristallen. Ich glaube, hier oben war ich noch nicht, oder? Nee, hier war ich noch nicht. Und hier geht's auch weiter. Okay. Ich bin immer noch ein bisschen verwirrt, was wir eigentlich versuchen. Okay, hier sind 30 Millionen Gegner eingefroren. Und dass wir Blut kotzen, ist auch nicht Teil des Plans. Ich gehe mal langsamer weiter. Hier ist der Kopf von dem einen. Hier war der eine Typ, den wir gefunden haben, eingesperrt. Das hier ist so ein Golem-Kopf, so ein riesiger. Boah, das sieht schon fett aus. Eine Feuerstelle. Ach, und das hier habe ich von der anderen Seite gesehen. Das war dieses... Jetzt müssten wir da ankommen, wo wir eben schon gewesen sind. Ja, genau. Jetzt sind wir wieder hier. Okay. Aber hier unten sind noch zwei Kristalle, die wir nicht aktiviert haben. Wir müssen irgendwo... nach oben. Ich gehe einfach mal wieder den Weg zurück, nur in die andere Richtung. In der Hoffnung, etwas zu finden. So, was warst du? Schalter. Hier kommen wir wieder raus. Ach, ja. Aua. Boah, das war ja maximal dämlich von mir. Auszuweichen. So, heilen. Schießt. Zack. So, ich weiß, ich war hier schon. Aber eigentlich dürfte hier wirklich nichts mehr sein. Ich habe so gründlich Wow. Ich habe so gründlich erkundet hier. Ich glaube, ich gehe nicht nochmal den Dungeon ab. Sondern fahr einfach wieder nach oben. In der Hoffnung, dass da noch sonst irgendwas ist. So, sind wir wieder hier. Ich glaube, ich gehe noch mal in das Areal von eben zurück.